Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Video. Bei mir ist in den letzten Monaten einiges an Melz und Kerzen leer geworden. Deswegen, es wird wieder Zeit für eine neue Ausgabe vom Duft Review. Ich werde euch die Kerzen alle vorstellen und auch die Melz. Das werden wir gemeinsam jetzt durchgehen und ein wenig besprechen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Und wir fangen mit den Kerzen an. Und da würde ich sagen, bevor wir zu den Herbstkerzen kommen, einige Überbleibsel noch vom Sommer, die ich angefangen und aufgebraucht habe. Die Vanilla von Yankee Candle ist da dabei, zum Beispiel eine mittlere Kerze. Die ist klassisch abgebrannt, war mittelintensiv wahrnehmbar und eigentlich mag ich den Duft. Es ist nämlich eine parfümige Vanille, also keine Foodie Vanille, sondern geht in die parfümige Richtung. Ist zart, angenehm, das ist so ein schöner Schlafzimmerduft, finde ich. Diese Vanilla, aber eignet sich natürlich auch wunderbar im Wohnzimmer. Würde ich mir wahrscheinlich auch wieder nachholen. Ich habe die Kerze jetzt nicht nochmal daheim, aber ich glaube, ich habe noch Melz von dem Vanilla. Dann meine große Liebe habe ich angezündet und halb abgebrannt, die Viva Havana. Das ist die hier, ihr seht es. So ein bisschen angefangen zum Brennen, auch klassisch abgebrannt. Die hat keine Probleme gemacht, ein bisschen ganz leicht ist hier ein Wachs am Glas über, aber das stört mich jetzt nicht. Ich liebe diesen Duft. Das ist eine rauchige Vanille. Da ist ganz viel von hölzern Rauch drinnen. Ja, ich mag das, das riecht so angenehm, dieser Viva Havana. Mag ich, von dem kann ich immer schwärmen. Und der ist angezündet auch relativ stark wahrnehmbar gewesen. Also ich fand, der hat stellenweise, phasenweise, hat der recht intensiv gerochen. Mag ich. Den werde ich auch nächstes Jahr dann wieder mit viel Freude weiter anzünden. Ein Duft, den wollte ich eigentlich aufbrauchen. Das hat sich dann aber irgendwie... ist sich das einfach nicht mehr ausgegangen, denn dann war der Herbst da und ich habe es nicht mehr geschafft und ich wollte den Duft nicht mehr riechen im Herbst. Von Goose Creek, der Pina Colada. Ihr seht, halb ist der leer. Ich habe ihn am Anfang auch angezündet, das sieht man am schwarzen Rand hier. Es funktioniert nicht. Also Goose Creek, Housewarmer anzuzünden, das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Und auch hier hat sich der Duft wieder verändert und war rauchig. Deswegen ist er dann unter den Candle Warmer gekommen. Und da war er super intensiv. Und ich habe den echt sehr, sehr lange angehabt unterm Candle Warmer, bevor ich abgießen musste. Also das muss man dazu sagen, der ist wirklich intensiv. Es ist ein cremiger, wunderschöner Cocktail, also Pina Colada, Ananas, Kokosnuss, sehr cremig. Den mag ich, Pina Colada, den werde ich auch nächstes Jahr dann im Sommer eben wieder anzünden. Dann Herbstkerzen, jetzt sind wir bei den Herbstkerzen, da macht den Start von TW Home der Apple Butter. Der hat auch einen Holzdeckel, das war recht schön mit dem Apfel. Ein Zweitochter, klassisch abgebrannt. Die Zweitochter von TW Home, die brennen besser wie die Eintochter. Bei den Halloween-Kerzen waren sehr viele Eintochter dabei und das muss man schon sagen. Mit Zweitochten brennt es sich einfach besser. Das gilt auch bei TW Home natürlich. Apple Butter zu dem Duft. Der war sehr intensiv und er roch nach Apfel und ein bisschen hatte er etwas von dem Butteraroma, aber es war nicht so zerlassene Butter, sondern es war eher so in Richtung gebackener Apfel. Ja, ein bisschen mit braunen Zucker dazu, aber es ging nicht in die Maggi-Richtung. Ich fand ihn wirklich angenehm. Und er war, wie gesagt, wirklich intensiv. Den würde ich mir auch wieder nachholen, den Apple Butter. Das war ein schöner, leckerer Apfelduft. Dann eine Kerze von Cheerful Candle, Rustic Woodland Fig. Die habe ich auch abgebrannt. Die ist sehr gut abgebrannt, hat keine Probleme gemacht. Zwei Tochter, die haben sich am Schluss dann auch ein bisschen, ja, sind die auseinandergegangen. Super abgebrannt,
Ich würde sie mir wahrscheinlich trotzdem nicht mehr nachkaufen, aber nicht, weil mir der Duft nicht gefallen hat, sondern weil ich sie recht schwach fand für eine Cheerful Candle. Ich bin da eigentlich intensivere Düfte gewohnt. Es war grundsätzlich ein sehr herbstlicher, schöner, erdiger Duft. Und zwar geht diese Feige, die da abgebildet ist, in eine fruchtige Richtung. Gleichzeitig ist es aber sehr erdig, kühl und frisch noch dazu, nicht nur fruchtig, sondern hat schon eine hölzerne, erdige Note noch dazu. So vom Kaltduft hat mir der richtig gut gefallen. Mir war er, wie gesagt, ein bisschen zu schwach dann beim Abbrennen. Deswegen, ich glaube, den bräuchte ich nicht nochmal. Gut, und jetzt machen wir weiter mit den Halloween-Kerzen von DW Home. Die erste, die zeige ich euch gleich im Doppelpack, denn es war der idente Duft. Einmal so in dem Design, Trick or Treat, Pumpkin Spice, und einmal Spooky Spice. Ah, die Deckeln habe ich jetzt vergessen zum Herzeigen. Hier einmal und hier. Genau, der idente Duft. Es war ein Pumpkin Spice Duft. Das sind alles Eintochter. Die haben manchmal Probleme gemacht beim Anzünden mit Tunneln, aber ich kenne da ja nichts. Also ich wickel die in Alufolie ein und dann erübrigt sich das nach einigen Stunden von alleine. Spooky Spice, genau, Pumpkin Spice. Sehr herbstlich, gewürzlastig natürlich und intensiv, so wie man es von einem Gewürzduft eben auch erwartet. Mir gefällt das. Ich liebe diese DW Home Pumpkin Spice Düfte. Ich habe die jetzt in den letzten Jahren jedes Mal im Herbst irgendwie gehabt, in irgendeiner Form. Deswegen, die mochte ich. Würde ich mir auch wieder nachholen. Dann Trick or Treat Black Sandalwood. Eine schwarze Kerze mit dem Geist oben auf dem Holzdeckel. Das war kein Halloween-Duft, das war halt ein typischer Sandelholzduft, sehr parfümig. Ja, könnte man mit anderer Verpackung auch im Frühling düfteln. Es war halt ein nettes Halloween-Design. Der war im Mittelfeld anzusiedeln vom Duft her, also von der Intensität. Ich würde sagen, sogar ein bisschen schwächer wie das Mittelfeld. Black Sandalwood müsste ich nicht nochmal haben. Der Spun Sugar. Das ist dieser Duft, der nach Pink Sugar, nach Zuckerwatte riecht, sehr süß, ein bisschen fruchtig, als hätte der noch etwas Bäriges drinnen. Ja, müsste ich auch nicht nochmal haben. Er war im Mittelfeld, ich habe ihn im Schlafzimmer abgebrannt, den Spun Sugar. Er war ganz okay für einmal aufbrauchen, aber nochmal nachkaufen müsste ich den jetzt nicht. Dann kommen jetzt noch zwei Glitzerkerzen von DW Home. Einmal der Ghost. Ihr seht schon, wie das glitzert. Der roch im kalten Zustand wirklich dezent. Da dachte ich mir eigentlich schon, dass der im warmen Zustand gar nicht viel hergeben wird. Aber der war wirklich intensiv. Es war ein vanilliger Marshmallow-Duft. Sehr vanillig, foodie-lastig. Den mochte ich. Ghost. Und jetzt der, ich würde sagen, das war der kontroverseste von den Düften, von den Halloween-Düften im heurigen Jahr bei mir. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob ich den mag oder nicht. Der Vampire. Das ist auch so ein schwarzes Glitzerglas. Der riecht schon speziell. Also so einen ähnlichen Duft habe ich zuvor noch nie gerochen. Er riecht nämlich nach einer alkoholischen Note, und zwar nach einem Kirschlikör, nach einem big süßen Kirschlikör. Ja, sehr authentisch, würde ich sagen. Und der war super stark beim Brennen, der Vampire. Also der war so intensiv, obwohl das nur ein Eintocht-Kerzenglas war mit 264 Gramm. Der war super intensiv. Der Vampire. Ich weiß nicht. Vielleicht würde ich mir den nochmal holen nächstes Jahr, wenn es ihm nochmal geben wird. Mal schauen.
Und wir starten mit den Wax-Addicts-Bechern. Da habe ich auch wieder schön viel runter reduziert. Das sind so ziemlich die ältesten Wachse, die ich daheim habe. Da schaue ich immer, dass ich auch etwas aufbrauche von den alten Sachen. Wir fangen an mit Yankee Candle mit Sun and Sand. Das war noch im Spätsommer. Das ist ein wunderschöner Sonnencreme-Duft, der so riecht wie die amerikanische Sonnencreme von Topacon. Ja, den mag ich. Den habe ich so regelmäßig im Sommer als Wachsmelt in der Lampe, der Sun and Sand. Auch von Yankee Candle, Sugared Pumpkin Swirl. Da habe ich auch wieder einen Becher aufgebraucht. Das ist ein Pumpkin-Duft mit einer ganz gehörigen Portion von Karamell. Der ist schon ein bisschen ins Maggi gehend. Also für alle, die das immer abschreckt, das ist nicht euer Duft. Ich kann ihm einmal im Jahr, da gebe ich ihm in die Duftlampe, aber öfter würde ich ihm auch nicht brauchen, Sugared Pumpkin Swirl. Das ist schon einer der sehr kräftigen und intensiven Pumpkin-Düfte mit Karamell eben dabei. Von Yankee Candle der Fruit Stand, das ist eine Outlet Center Kerze, ursprünglich der Fruit Stand. Und ich dachte mir, der geht ein bisschen in die Farmers Market Richtung, ging aber nicht. Hier riecht man vor allem Pfirsich heraus. Er ist auch nicht sonderlich intensiv gewesen und nachdem Pfirsich drinnen ist, war ich sowieso raus. Es war wieder eine Pfirsichnote, die mir gar nicht gefallen hat. Bräuchte ich nicht nochmal. Bekommt man aber auch nicht. Dann, genau, das sind jetzt zwei. Das sind auch so Outlets in der Kerzen. Und zwar einmal der Velvet Green Pumpkin und einmal der Velvet Black Pumpkin. Beim Black Pumpkin, da sieht man schon gar nichts mehr. Green Pumpkin kann man noch lesen. Die haben so gezeichnete Kürbisse auf dem Label oben. Der Velvet Green Pumpkin. Der roch nach Pumpkin Spice und mit einer Portion von Vanille dabei. Fand ich gut, war allerdings recht dezent in der Duftlampe, also schwach. Und der Velvet Black Pumpkin, das war ein Pumpkin-Duft, vielleicht mit einer Spur Patchouli drinnen. Der hatte so etwas Erdiges, eine erdige Note, war allerdings auch recht dezent. Bräuchte ich auch nicht nochmal. Gut, der Farmers Market von Yankee Candle, den mag ich. Das ist ein herbstlicher, fruchtiger Duft nach. Da sind Pfirsiche drinnen, die ich mag. Und Gewürze, da ist auch eine Portion von Zimt drinnen. Ich glaube, Pflaumen sind drinnen. Äpfel mag ich. Den Farmers Market. Und der Granny Smith von Yankee. Den habe ich jetzt auch erstmalig getestet. Das ist ein spritziger, grüner Apfel. Da ist überhaupt nichts von Zimt drin oder so. Ich habe ihn im Herbst angetestet. Ich finde, da passen so Apfeldüfte ganz gut. Den mochte ich, den Granny Smith. Dann haben wir jetzt die nächste Marke, Village Candle Cozy Home. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob es den Duft noch im Programm gibt oder ob der retired ist. Es war allerdings für mich ein klassischer Zimtduft. Wie es ihn bei allen anderen Anbietern auch gibt, also den müsste ich nicht unbedingt nochmal haben, von Village Candle, da gibt es genug Alternativen. Der Forest Hike von Village Candle, den fand ich super spannend. Der hat nämlich so etwas Grünes, auch Erdiges, Waldiges, allerdings nicht in die Tannenbaumrichtung, sondern eher so nach einem Laubwald. Forest Hike, den mochte ich sehr gerne, der war auch sehr intensiv. Dann Bath & Body Works, Hello Fall. Ein wunderschöner Apfel-Zimtduft, geht ein bisschen in die Richtung von Leaves, auch von Bath & Body Works oder eben Leaves von Country oder Green Candle. Die sind ja alle richtig schöne Apfel, Zimtdüfte, Gewürzdüfte, Hello Fall gehört da auch hinein, den mochte ich. Und von Goose Creek einmal den Toasty Hot Toddy.
Den gibt es auch schon sehr lange im Programm. Das ist ein Zimtduft und ich finde immer, der hat auch eine Spur etwas Foodie-mäßiges drinnen. Bisschen kuchig, würde ich fast sagen. Ja, den mochte ich. Den könnte ich mir nochmal vorstellen als Clamshell. Toasty Hot Toddy. Kerze würde ich bei dem jetzt nicht brauchen, aber als Clamshell, ja. Und der Pumpkin Molasses. Das ist ein Goose Creek Duft, den es nicht mehr im Programm gibt. Ja, verpasst man aber auch nicht viel, finde ich. Da riecht man schon gar nichts mehr am Becher. Es war ein solider Pumpkin Duft, aber da gibt es auch so viele Alternativen von allen Marken. Der war jetzt nicht irgendwie besonders, würde ich sagen. Ein klassischer, solider Pumpkin Duft halt. Pumpkin Molasses würde ich auch nicht nochmal brauchen. So, dann machen wir jetzt weiter mit den harten Home Melts. Da sind auch einige leer geworden. Zum Beispiel der Nachthimmel, den fand ich wirklich wunderschön. Den muss ich mir auf jeden Fall auch wieder nachordern. Oh, jetzt fällt er wirklich aus der Hand. Der roch nämlich so richtig mystisch nach Tonkabohne. Einfach ein wunderschöner Duft. Der geht eigentlich im Herbst auch und im Sommer. Ich habe ihn im Sommer angehabt. Der Nachthimmel, das ist ja etwas Verträumtes, Mystisches, wirklich wunderschön. Dann hatte ich die Meeresbrise in der Lampe und hier ist das Label ein wenig irreführend, finde ich, denn am Label ist ein Meer oben. Das ist aber überhaupt kein aquatischer Duft, sondern eher ein floraler, blumiger Duft, cremiger Duft. Ja, also hier darf man sich vom Label, vom Bild nicht irreführen lassen, es ist nichts Aquatisches, Maritimes, die Meeresbrise, sondern eher floral interpretiert, der war recht zart. Dann habe ich zwei Votivkerzen von Hart & Home aufgebraucht. Bei den Votivkerzen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das aufgrund von den Düften, von den Sorten war, oder ob die Votivkerzen generell zu schwach sind. Ich habe sie natürlich halbiert und dann in die Duftlampe geworfen. Ich fand sie trotzdem echt schwach. Einmal Aloe Vera. Aloe Vera, genau so heißt der. Aloe Vera. Das war etwas Frisches nach Aloe. Ein bisschen fast gurkig. Aber wie gesagt, sehr dezent. Und einmal hatte ich Wellness für die Seele. Auch aus Votiv. Halbiert in zwei Duftlampen drinnen. Das war etwas Frisches, ein klassischer Badezimmerduft halt. Allerdings sehr, sehr schwach. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe im Winter jetzt wieder Votivkerzen von Hart & Home, glaube ich, die ich aufbrauchen werde. Da werde ich mal testen, ob die Winterkerzen, also Votivkerzen in der Duftlampe intensiv sind oder ob das generell bei Hart & Home halt so ist, dass die Votivkerzen so schwach sind. Also das werde ich berichten. Bei den Herbstdüften habe ich von Hart & Home 4 Stück aufgebraucht. Das waren wieder so Darts. Einmal dieser Violet Moon. Das war so ein Lavendel-Moschusduft. Den fand ich wirklich schön. Dann die süße Apfelleckerei. Das ist so ein Apfel-Zimtduft. Ein solider Apfel-Zimtduft. Der Caramel Cupcake, dieser Caramel Cupcake, den fand ich ja spannend, denn das riecht wirklich nach Karamell, ohne dass es in eine Maggi-Richtung geht. Ein bisschen fast so salted Caramel-mäßig. Den fand ich aber wirklich schön. Und Sandelholz und Vanille, das ist auch so, ja, ein schöner, cremiger Badezimmerduft gewesen, nach Sandelholz eben mit Vanille abgemildert. Den fand ich auch schön. So, genau, Hart & Home, dann machen wir weiter. Oh, ja. Der Blue Java Banana, das ist der erste, den ich euch jetzt zeige, den fand ich spannend. Der riecht nämlich so quietsch, süß, fruchtig nach einem Fruchtcocktail. Allerdings geht das schon ein bisschen in eine künstliche, fruchtige Richtung. Bananen rieche ich hier allerdings nicht heraus, muss ich ehrlich sagen. Blue Java Banana eher ein quietsch-süßer Fruchtcocktailmix. Dann geht es weiter mit dem Palmenblatt, Palmleaf. Der war auch super, der riecht nämlich so frisch-grün,
herb nach Palmenblättern, also wirklich schön. Der hat auch etwas Kühlendes im Sommer. Dieses frische Grüne habe ich echt gut gefunden. Dann Tamarind and Stone Fruit. Der war auch schön. Riecht fruchtig. Ein bisschen exotisch nach Früchten. Hat keine Gewürze drinnen, sondern und der ist jetzt nicht so wie der Blue Java Banana so künstlich fruchtig, sondern der ist so authentisch fruchtig, finde ich. Der Tamarind and Stone Fruit riecht so nach exotischen Früchten. Fand ich schön. Sand and Driftwood. Der war auch schön. Der riecht überhaupt nicht nach, es steht der Sand im Titel drinnen. Der riecht aber überhaupt nicht nach Sonnencreme, sondern der riecht eher nach Treibholz und der geht ein bisschen in die Richtung vom Driftwood von Yankee. Der hat auch dieses parfümig Treibholzmäßige, das dieser Driftwood eben von Yankee hat. Mich erinnert er jetzt hier extrem an den Driftwood sogar. Ich glaube, im warmen Zustand war er nicht so ganz gleich, aber es ist wirklich ein schöner Duft. Und der Black Amber and Citrus. Und das ist für mich ein Lederduft. Ja, der riecht total, finde ich, nach Leder. Wie eine Lederjacke oder ein Ledersofa. Also das muss man schon wissen bei dem Duft, wenn man den eben bestellt, dass das eigentlich ein Lederduft ist. Black Amber in Citrus. Das riecht wie eine frische Lederjacke. Eine ganz neue Lederjacke. Das muss man mögen. Ich habe ihn im Forum angehabt. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Black Amber in Citrus. So, und jetzt machen wir weiter mit einigen Glam Shells. Da starten wir mit Yankee Candle Home Inspiration Exotic Fruits. Das war so ein fruchtiger Multivitaminsaftduft. Den mochte ich, der riecht auch, finde ich, sehr authentisch nach Multivitaminsaft. Exotic Fruits. Den würde ich mir auch wieder nachholen. Dann ein Glam Shell aus der Home Inspiration Reihe Paradise Found. Da kann ich leider gar nichts sagen zu dem Duft. Denn hier, also das Wachs war ranzig und das ist gekippt, nämlich ja, riecht nur mehr nach Wachs und irgendwie ganz komisch, muffig. Wie gesagt, den habe ich dann weggeworfen, der war nichts mehr. Von HG Global Limoncello ist leer geworden. Das ist so ein Limoncello-Duft, zitrisch, ein bisschen frisch. Nach Salbe und nach Minze. Ja. Müsste ich auch nicht nochmal haben. Das ist nicht so unbedingt meine Duftrichtung. Dann den fand ich grandios. Den habe ich auch gleich wieder nachgekauft. Von Bridgewater Orange Vanilla. Der ist wirklich wunderschön, dieser Duft. Riecht nach Orange, nach Vanille. Ganz cremig, süß. Zuckrig, ja, so richtig zum Wohlfühlen finde ich den Orange Vanilla. Wie gesagt, wer so Vanilledüfte mag mit einer fruchtigen Note, der sollte sich den mal anschauen. Ich kenne so eine Kombi auch von keiner anderen Marke. Orange Vanilla, den finde ich echt schön. Dann von Cheerful Candle sind zwei Clamshells leer. Einmal der Island Breeze. Der mit der wunderschönen Hängematte. Das ist ein fruchtiger Duft. Fruchtig und frisch. Er riecht nämlich nach Ananas und nach Kokosnuss, finde ich. Geht aber nicht in eine Pina Colada Richtung, sondern der hat noch eine frische, ganz frische, aquatische Note dabei, die den so abhebt, aber so richtig angenehm abhebt. Island Breeze, den mag ich auch sehr gerne. Fand ich auch wunderschön. Dann habe ich aufgebraucht den Just Relax von Cheerful Candle. Da dachte ich mir, das ist so ein typischer Spa-Duft, halt so ein frischer, aber der ist wirklich besonders. Den mag ich super gerne.
Der riecht nämlich frisch, der riecht nach Zitrusfrüchten, der hat etwas von Kokosnuss dabei und dazu hat er noch florale Komponenten dazu gemischt und ein bisschen etwas Wässriges auch. Und all das ergibt diesen wunderschönen Duft, Just Relax. Den könnte ich mir durchaus nochmal vorstellen, sogar als Hauswarmer. Just Relax. So. Dann habe ich von Sensationers einige aufgebraucht. Einmal der Beach Please mit der dem Sonnenuntergang und der Hängematte. So. Und der erzeugt auch gleich dieses Sonnenuntergangsfeeling. Das ist nämlich ein fruchtiger Duft, da könnte vielleicht auch wieder eine Spur von Orange dabei sein. Mit diesem, ja, Bernstein-Moment. Genau das ist dieser Beach Please, den habe ich extrem gerne gehabt auch. Dann der Boardwalk von Sensations. Die Labels sind ja wirklich wunderschön. Das war ein aquatischer Duft, ein frischer blauer Duft mit einer parfümigen Note. Das ging ein bisschen ins Maskuline, wie ein edles Parfum, könnte ich mir durchaus vorstellen. Als Herrenparfum, ganz frisch, edel, aquatisch, Boardwalk. Den mochte ich auch. Dann Guava Peach von Sensationers. Das war ein Duft, das war nicht meins. Vom Titel her steht ja oben Guave und Pfirsich. Und ich fand aber, dass hier die Pfirsichnote viel zu dominant war. Von der Guave hat man nicht wirklich viel gerochen, sondern eher von diesem kräftigen, künstlichen Pfirsich. Es war wieder, ja, ein Pfirsichduft halt. Es war nicht meins. Guava Peach. Also den bräuchte ich nicht nochmal. Und dann hatte ich noch den Sugared Melon Kiwi von Better Homes and Gardens in der Duftlampe. Das ist ja eine ziemlich ungewöhnliche Kombination Melone und Kiwi. Und ich finde, die Melone, also die Kiwi riecht man hier eher sanfter und dezenter, stärker ist die Melone. Und das geht auch wieder nicht in eine authentische Richtung, sondern eher in eine Kaugummi-Richtung. So Huba-Buba-Kaugummi, also sehr quietsch-süß, zuckrig. Ja, überzuckert fast schon. Sugared Melon Kiwi. Ich fand ihn ganz okay. Ist aber kein Lieblingsduft von mir und ich bräuchte ihn nicht unbedingt nochmal. Sugared Melon Kiwi. Dann machen wir jetzt weiter mit den Gringle & Country Daylights & Melts von Gringle, der Stormfront. Den hatte ich in der Lampe. Und ja, das war so ein parfümiger, maskuliner Duft. Unaufdringlich. Bräuchte ich aber nicht nochmal. Stormfront. Der Cherry Blossom. Und den finde ich schön. Den finde ich so sanft. Auch ein wenig cremig. Ein bisschen süß. Ich finde, der von Gringle Candle, das ist der zweitschönste Cherry Blossom Duft, den ich kenne. Der von Yankee Candle gefällt mir am besten. Dann kommt der von Gringle. Ja, also der ist wirklich schön. Den würde ich mir im Frühling auch wieder mal nachkaufen, der Cherry Blossom von Gringle. Dann der Hibiskus. Er ist okay, es gibt aber schönere Hibiskusblütendüfte, finde ich. Zum Beispiel der Pink Hibiskus von Yankee Candle gefällt mir recht gut. Den von Gringle, den kriegt man sowieso nicht mehr, der ist ja retired worden, von daher, es ist okay. Lighthouse Point. Bei dem habe ich ja ursprünglich gedacht, so im kalten Zustand, er geht ein bisschen in die Richtung von Misty Mountains
Und das tut er auch im warmen Zustand, aber es ist nicht der idente Duft. Er geht ein bisschen in diese Richtung von Misty Mountains. Hat auch eine Spur von Lavendel drinnen. Ganz frisch, mystisch, gefällt mir. Aber ich habe den Misty Mountains daheim und durch die Ähnlichkeit bräuchte ich den jetzt nicht nochmal. Dann Vanilla Latte. Den fand ich ja im kalten Zustand recht grausig, muss ich sagen. Der ist aber im warmen Zustand dann besser. Der kriegt nämlich, finde ich, eine gar nicht so eine Kaffeenote, sondern eher so eine gebäckige Note hat der entwickelt. Also den könnte ich mir durchaus nochmal als Melt vorstellen. Kerze bräuchte ich aber keine davon. Vanilla Latte fand ich aber warm. Spannender wie im kalten Zustand. Der Branded Pumpkin. Das war auch ein schöner Pumpkin-Duft. Sehr cremig, intensiv, würzig, aber das ist die perfekte Mischung bei einem Pumpkin-Duft. Der Branded Pumpkin gefällt mir richtig gut. Dann Autumn Harvest. Den mochte ich wieder gar nicht. Der ist nämlich sehr würzig. Da ist auch wieder Pumpkin drinnen und Karamell. Allerdings in so eine herbe Richtung. So frisch, herb. Nee, ist nicht meins. Gibt's aber auch nicht mehr. Der Autumn Harvest ist auch retired worden. Und jetzt noch Daylights von Country Kennel. Der Spice Pumpkin Seeds. Das war überhaupt, ja, das war der Pumpkin-Duft, der mir am allerwenigsten von allen gefallen hat, die ich jetzt im Herbst getestet habe. Der riecht so würzig, aber scharf würzig. Fast so, als wäre da noch eine Ingwernote dabei. Zu diesen ganz scharfen, herben Kürbisnoten, die drinnen sind. Also super intensiv war der noch dazu. Also der überdeckt alle anderen Düfte. Wenn man den testet, dann braucht man nichts anderes anhaben in der Wohnung. Der überdeckt alles. Spice Pumpkin Seeds, der war super stark, aber leider so überhaupt nicht mein Fall. Golden Autumn. Auch super spannend. Das ist nämlich ein frischer Duft, der komplett ohne Gewürze auskommt und ohne Apfel. Früchte, die hier typisch für den Herbst sind. Der hat nämlich weiche Hölzer drinnen, ganz viele verschiedene Hölzer, sehr frisch, bisschen parfümig, vielleicht sogar ein bisschen maskulin. Der Golden Autumn, den fand ich schön. Und der Pumpkin Harvest. Ja, was soll ich da sagen? Das ist einer der schönsten Pumpkin-Düfte. Der ist sehr cremig, sehr weich, würzig. Ja, einfach nur lecker, sehr foodie-mäßig. Pumpkin Harvest. Gerne wieder. So, dann machen wir jetzt einige Yankee Candle Darts und Motive. Der Honeyglow, den habe ich jetzt schon das zweite Mal in der Lampe gehabt. Der riecht nach Honig ein bisschen, es ist aber nicht mein Duft. Irgendwie, da ist irgendwas drinnen, mit dem komme ich nicht ganz klar. Dann Home Sweet Home, das ist schon ein bisschen ausgeblichen, das Label. Das ist ein klassischer, zimtiger Duft. Der riecht hauptsächlich nach Zimt und nach Schwarztee. Ich finde aber den Zimt dominant bei dem Duft. Ja, den habe ich immer wieder auch in Verwendung. Dann Candy Corn hatte ich zweimal mit verschiedenen Klebern halt, aber der gleiche Duft. Die waren beide schon relativ schwach und es sind halt ältere Darts, die sind halt schwächer. Haben ein bisschen zuckrig noch gerochen nach dem typischen Candy Corn Duft, aber ja, es war Zeit eben die aufzubrauchen. Ein Motiv von Fireside Treats hatte ich in der Lampe, das ist ein schöner rauchiger Marshmallow-Duft, den mag ich immer wieder, den liebe ich, den Fireside Treats. Dann, was hatte ich noch? Moonlight,
den hatte ich noch im Spätsommer in der Lampe. Das ist so ein extrem frischer Badezimmerduft eigentlich. Der ist schon sehr, sehr frisch. Ich finde, den hätte man auch als Halloween-Kerze vermarkten können, diesen Duft. Das ist so ein bisschen ein mystischer Duft, Moonlight. Hätte sich gut als Halloween-Kerze vermarkten lassen. Passion Fruit Martini. Den hatte ich jetzt auch das zweite Mal schon. Der ist ja neu auf der Retirement-Liste, also der ist ja retired mittlerweile. Ist nicht mein Duft. Der riecht zwar nach Passionsfrucht, ich finde, der hat aber auch wieder so eine extrem süße, künstliche Note dabei. Na, also Kerze bräuchte ich bei dem definitiv nicht. So, was haben wir da noch? Den Dried Lavender and Oak. Das ist ein richtig schöner, frischer, herbstlicher Duft nach Lavendel und nach Eiche. Ja, den mag ich, diese Mischung aus Hölzern und dem Lavendel. Ist auch wunderschön. Etwas schwerer im Sommer wäre mir der eher zu schwer. Der passt schon gut in den Herbst hinein und hat eine frische Note einfach dabei, wenn man mal nicht diese Pumpkin-Düfte mag. Den Tartadin, das sollte ja eigentlich nach einem gebackenen Apfelkuchen riechen. Ich kenne den Duft auch. Der Tart war allerdings schon drüber. Also der hat nicht mehr viel hergegeben. Da war es auch Zeit, dass der aufgebraucht wird. Dann Moroccan Argan Oil. Das ist auch so ein wunderschöner Duft. Der riecht parfümig, schwer. Ich finde, er riecht auch ein bisschen hölzern. Und eigentlich passt so eine Art von Duft gut in die Woodwick-Reihe, finde ich. Dieser Moroccan Argan Oil, den hätte ich mir auch bei Woodwick ganz gut vorstellen können im Sortiment. Bei diesen edlen, schweren Düften. Dann habe ich Wax Crumbs vom Pumpkin Patch aufgebraucht. Das war die Halloween-Kerze 2020. Das ist ein leckerer Pumpkin-Duft. Der riecht, geht definitiv in eine Foodie-Richtung. Da hat Schwarztee drinnen, Karotte ist drinnen, Pralinen. Es riecht einfach diese Mischung. Also diese skurrile Mischung am Papier, die riecht aber fantastisch, finde ich. Das ist einer der schönsten Pumpkin-Düfte, die es in letzter Zeit gegeben hat. Dann sind so Wachsstücke von Banana Cream Cake leer geworden. Da hatte ich was zum Testen bekommen. Und bei dem Duft sagen ja viele, der riecht nach Haribo Schaumbanane. Und das kann ich bestätigen. Es geht in so eine zuckrige Bananenrichtung. Fand ich aber wirklich großartig. Den fand ich schön. Falls der Duft eines Tages wieder retour kommen sollte, also Returning Favorite bei Yankee Candle, könnte ich mir durchaus ein Glas vorstellen. Banana Cream Cake. Von Traumdüfte habe ich den Sweater Weather aufgebraucht. Das ist ein Bath & Body Works Tube Duft, der sehr frisch ist und der eine Spur von Holunderblüten drinnen hat. Den mag ich. Ich mag auch die Kerze von BBW. Und ja, auch den von Traumdüfte fand ich echt gut. Von Busy Bee Candles, Witching Hour. Also so ein Halloween-Duft. Ich fand den zimtig, vielleicht eine Spur erdig. Das könnte eine ganz kleine Spur von Patchouli dabei gewesen sein. Fand ich gut. War ein schöner Zimtduft. Dann von Ice Flower, The Harvest. Den fand ich auch zimtig, vielleicht mit einer Spur etwas foodie-mäßigem, gebäckmäßigem Hintergrund, aber der Zimt ist natürlich dominant. Ja, mochte ich auch. Harvest. Von den Wax Addicts habe ich den Autumn Rhubarb aufgebraucht. Ein Clamshell, also einen Rhabarberduft. Rhabarberdüfte gibt es ja nicht wirklich viele, finde ich.
Und das war ein authentischer Rhabarberduft. Ja, ist jetzt leer an diese Clamshells von den Wax Addicts kommt man nicht mehr, von daher ja, kann ich mir nicht nachkaufen. So, dann haben wir Party Light Olivenhain. Da habe ich ein Maxi-Licht aufgebraucht. Den fand ich echt schön. Der riecht nämlich nach Oliven und nach grünen Blättern. Also so eine Mischung aus etwas Grünem und Oliven. Der war auch ziemlich intensiv. Also ich habe das Maxi-D-Licht in der Duftlampe aufgebraucht und verwendet. Nicht als Kerze abgebrannt, aber war richtig gut. Von der Wachsmacherei Saturday Morning Cartoons. Das war so ein Cornflakes-Duft, so Cerealien. Den fand ich auch richtig gut. Habe ich in der Küche verwendet. Mochte ich sehr gerne. Von Candle Warmers, Patchouli and Birch. Das war ein Duft, den mochte ich gar nicht. Ich habe nämlich jetzt schon mittlerweile gemerkt, überall wo Birke drinnen ist, das ist oft nicht so meins. Auch dieser Vanilla and Birch, den feiern ja alle. Ich mag den überhaupt nicht. Den habe ich jetzt ein paar Mal schon ausprobiert. Mag ich nicht. Ich finde diese Birkennote nämlich so dumpf da drinnen, die hölzerne Note. Und auch bei dem, das war nicht meins. Also diese Birkennote, ich finde sie dumpf. Keine Ahnung. Weil normalerweise mag ich ja so hölzerne Düfte, deswegen wundert mich das. Aber gut. Enchanted Sands, Mr. Sandman. Das war so ein riesiger Stern. Das war ein ganz wunderschöner, beruhigender Lavendelduft. Ja, so ein beruhigender, ätherischer Lavendel, der Mr. Sandman. Mit einer frischen Note noch dazu, den mochte ich auch. Von Village Candle, der Chalet Latte. Ein Lavendelduft mit Schokolade kombiniert. Ja, eine ganz fantastische Kombination, finde ich. Hat mir so gut gefallen, da habe ich mir auch eine Kerze dann schon nachgeordert. Chalet Latte. Dann Village Candle Pumpkin Tweet. Ist auch so ein wunderschöner Duft. Der ist auch in der Halloween-Edition nochmal auf den Markt gekommen als Pumpkin Scarecrow. Der gleiche Duft, der idente Duft. Das ist nämlich ein frischer Pumpkin-Duft. Auch ganz ungewöhnlich, den gibt es in der Form auch kein weiteres Mal. Ein frischer Pumpkin-Duft mit einer Baumwollnote noch dazu, angeblich. Ich mag das aber. Es hebt diesen Pumpkin-Duft so angenehm von anderen würzigen Pumpkin-Düften ab. Ich mag den total gerne. Pumpkin Tweet. Und von Village Candle eine Votivkerze, Rendezvous. Und der war eine große Überraschung für mich, denn ich finde, ja, da rieche ich jetzt nichts mehr an der Tüte, aber ich finde, der riecht exakt gleich wie der Yankee Candle Afternoon Escape, der eine aus dem Frühlingsprogramm von 2020 mit der Schaukel. Ich finde, das ist der gleiche Duft oder zumindest sehr, sehr ähnlich in meiner Nase. Und jetzt zum Schluss machen wir noch einige Goose Creek Düfte, die leer geworden sind. Den Start macht hier ein Clamshell von Mimosa Sea Spray. Das ist das hier, das ist ein relativ neuer Duft. Und der war so extrem spritzig süß. Und ich finde, der hat auch ein bisschen etwas Säuerliches dabei gehabt. Ja, nach künstlichen Kaugummi. Irgendwie so war nicht meins. Mimosa Sea Spray, den bräuchte ich jetzt nicht nochmal. Der Peach Breeze von Goose Creek, der war ein sanfter Duft, der war nicht sonderlich intensiv, riecht nach Kokos, ein bisschen cremig, vielleicht eine Spur ganz leicht, etwas Parfümiges noch dabei, an und für sich ein schöner Duft,
könnte ich mir durchaus nochmal vorstellen. Beach Breeze, aber nur als Clamshell, also Kerze bräuchte ich da keine. Beach Kiss kann ich mir auch nochmal als Clamshell vorstellen. Bisschen fruchtig nach exotischen Früchten. Ich finde, da hat doch eine leichte Marshmallow-Note drinnen. Ist in der Duftbeschreibung, was ich mich erinnere, aber gar nicht dabei. Ich rieche sie raus. Es geht ein bisschen ins Süße, nämlich zuckrige. Peach Kiss. So. Peach Kiss. Könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Gut, dann einige Tüten noch. Warm in Cozy Cabin. Den fand ich echt gut. Der riecht nämlich wirklich wie so eine Holzhütte im Wald. Ganz frisch, hölzern, erdig. Ja, der ist richtig schön. Der gefällt mir sogar sehr gut. Warm in Cozy Cabin, da werde ich auf jeden Fall ein Clamshell noch nachordern. Ja, also den mag ich sehr, sehr gerne. Warm in Cozy Cabin. Dann White Pumpkin. Ich finde dieser White Pumpkin, das ist ein schöner Ersatz für den Country Candle Pumpkin Harvest. Die gehen in eine ähnliche Richtung. Ja, das ist auch so ein cremiger, süßer Foodie Pumpkin. Nicht zu überladen mit Gewürzen. White Pumpkin mag ich auch. Staying Home. Das war jetzt ein Duft, das war nicht ganz so meins. Der riecht, der hat auch wieder so frische Komponenten drinnen. So ein bisschen eisig und hölzern. So helle Hölzer. Erinnert mich ein bisschen an den Wildest Dreams von Goose Creek. Und den mochte ich auch nicht. Und das ist auch nicht meins. Staying Home habe ich jetzt mal getestet, bräuchte ich aber nicht nochmal. Und den Schluss macht der Cozy in Fabulous. Da hat die Kerze ja den Husky am Label oben. Und das ist ein erdiger Herbstduft, finde ich. Der hat nämlich so einen Kaschmir-Moment, einen kuscheligen Kaschmir-Moment mit Patchouli gemischt. Auch wieder erdig, herb, ja, so ganz frisch irgendwie. Cozy in Fabulous, den mag ich. Da habe ich mittlerweile auch die Kerze von dem. Finde ich wirklich gut. Genau. Wir sind am Ende angelangt und ihr könnt mir wieder sehr gerne in den Kommentaren schreiben, welche Düfte ihr mögt oder auch nicht mögt. Also beide Richtungen sind möglich. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Baba.